Flughafen, denn wie ihr der Überschrift wahrscheinlich entnehmen könnt, fliegen wir jetzt in die Türkei. Ihr könnt euch wahrscheinlich alle noch daran erinnern, dass ich zu meinen 1 Million Abonnenten eine Reise in die Türkei verlost habe. Und die Gewinnerin sitzt nämlich schon seit 3 Tagen am Strand und jetzt kommen wir endlich nach und ich freue mich schon so, so dolle da drauf. Auf jeden Fall haben wir irgendwie 5 Uhr in der Nacht, so praktisch. Ich bin todesmüde, sehe dementsprechend auch aus. Aber in ein paar Minuten können wir ins Flugzeug und dann melden wir uns gleich wieder. Tschüss! Wir sind angekommen, endlich! Oder freust du dich? Ja, ich freue mich. So, und wir sind von einem Bus zum Flughafengebäude gebracht worden. Und wisst ihr, mit was wir das allererste Mal in der Türkei begrüßt worden sind, Julian? 3, 2, 1. Atemlos! Nee, okay, ja, lief einfach das Lied im Bus. Wir haben uns ja wirklich amüsiert darüber. So, und jetzt, findest du mich? Nein, ich bin doch auch die ganze Zeit drauf. Also auf jeden Fall gehen wir jetzt gerade zu unserem Bus, den wir nicht finden. Und wir haben die Nummer? Und weiß ich gerade nicht. 485. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt zum Hotel und ich freue mich ganz doll und bis gleich. In der man eben auch duschen kann. Und ja, es ist alles drin, was man braucht. Ein Klo, ein Waschbecken. Dann geht's weiter. Und wir haben tatsächlich ein größeres, also sogar ein Dreibettzimmer bekommen. Also, tada, das ist unser Schlafgemach. So, ich mache jetzt mal einen Betttest. Bist du bereit? Ja. Oh, und das ist sehr schön weich. Dann haben wir hier noch einen schönen Sessel, um sich mal ein bisschen hinzuchillen und auszuruhen. Und hinter dem Julian ist eine Schreibtischecke. Achso, ich dachte, da wäre der Julian. Nein, hier meine ich natürlich. Eine Schreibtischecke, Minibar, Fernseher, pipapo. Und wir haben natürlich auch einen Balkon. Da gehen wir natürlich jetzt auch mal drauf, wenn ich den aufbekomme. Und hier kann man einmal auf die Stadt gucken. Und wenn man sich andersrum dreht, dann sieht man sogar das Meer. Kam uns gerade entgegengerannt. Wenn der mich jetzt beißt, ne? Die können nicht beißen. Oh nein, der läuft unter die Tasche. Ah, da! Oh Gott, der war auf meiner Hand. Oh mein Gott, ich hab mich so erschrocken. Baby, der ist doch voll süß. Das tut mir leid, ich hab mich so erschrocken. Der rennt in das Hotelzimmer rein. Der rennt da rein. Unser Frühstück verschlafen. Der Julian hat sich schon bequem gemacht. Ja, und jetzt gleich springen wir in den Pool und gehen vielleicht mal ans Meer.
oh mein Gott, ich bin gerade am Pool lang gegangen und plötzlich kommt mir ein Mädchen entgegen und die meinte einfach, dass sie extra nur, weil Julian und ich hier im Urlaub sind, mit ihrem Vater auch hier hingeflogen ist und das ist so süß. Und jetzt haben wir natürlich Fotos gemacht und ich habe ein Plakat und ein Duschgel und alles geschenkt bekommen und ich habe mich einfach so gefreut. Es ist einfach generell so krass, wie viele Zuschauer hier sind. Das hätte ich irgendwie niemals für möglich gehalten. Richtig cool. So, wir sind jetzt gerade zum Strand gegangen und es ist so unfassbar schön hier. Ich drehe mich jetzt gleich mal um. Oh! Danke, Julian. Und hier ist mega der coole Steg, wo man sich gleich hinlegen kann. Und warum lacht ihr denn alle so? Weil man dich angeguckt hat, als hättest du sie nicht mehr alle. Ja, ich muss doch meinen Zuschauern zeigen, was wir hier Schönes machen. Okay, also wir gehen jetzt auf den Steg. Da kann man sich nämlich in die Mitte legen und dann liegt man praktisch auf dem Meer und kann sich sonnen. Das ist einfach richtig nice hier. So, und jetzt zeige ich euch einfach alles. Dann hier auf der Seite, ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, da ist auf jeden Fall so ein Wassersport-Dings und wir wollten gleich vielleicht mal mit einem Bananenboot oder so fahren. Das ist das schönste Meer, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und wir sind auf dem Steg angekommen. Wir sind gerade, aua, auf dem Weg zum Strand, weil wir jetzt mit so einem Bananendingsbumsboot rumfahren wollen. Und, oh, hallo! Der Julian ist so frech. Hey, das war ich gar nicht. Oh, jetzt hängt die Kamera in meiner Sonnenbrille fest. Scheiße. Egal, so, auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Strand. Und ich habe natürlich die GoPro dabei und wir werden jetzt sehr cool Aufnahmen machen. Du wirst jetzt verprügelt. Guck mal, wen wir gerade getroffen haben. Schon wieder 4 Zuschauer. Das ist unglaublich. Wir kommen echt wie in Deutschland alle paar Minuten irgendwelche Fans und Zuschauer zu uns. Ah, jetzt drehe ich mich um und dann seid ihr nicht mehr da. Ja, auf jeden Fall haben wir alle ganz viel Spaß und habt ihr auch Spaß? Ja! Was sagst du? Wir gehen jetzt mit diesem Bananenboot fahren. So, wir melden uns zurück. Wir haben ungefähr 8 Uhr morgens hier nach der türkischen Zeit und wir machen, das war die große Überraschung, eine Jeep-Rafting-Safari-Tour. Wir sind gerade in einen Jeep gesetzt worden. In einen Jeep. Ja, wie ihr sehen könnt, eine Rostlauge. Hier ist alles verrostet. Ich glaube, das Auto ist 80 Jahre alt oder so. Warte, ich schwenke euch mal nach vorne, wie schön das hier alles aussieht. Sehr, sehr moderne Ausstattung auf jeden Fall. Und ja, es geht jetzt los. 90 Kilometer. Wir sitzen hier ist alles verrostet. Wir müssen auch durch den See gleich fahren. Ja, ne? Wir fahren gleich durch so einen Fluss mit dem Auto. Und es wird sehr aufregend. Und zurück geht's mit einem Planschboot. Mit einem Schlauchboot. Ja, mit so einem großen Schlauchboot. Bei 10 Grad Wassertemperatur. Warum machen wir das eigentlich? Keine Ahnung. Ja, okay. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich wieder. Das Auto hat eben fast einen Überschlag gemacht, ist ein Abhang fast runtergefallen. Und jetzt zum Glück noch nicht.
eine Pause und wir stehen wirklich inmitten von so einem Berggebiet. Das sieht so schön aus. Der ist in unserem Auto. Das Typ auf unserem Berg. Was macht der da? Unwetter und jetzt sind einfach so mega Riesenwellen. Wahrscheinlich sieht es einfach verletzt gerade in der Kamera aus, aber ich bin gerade richtig überwältigt worden, als ich im Wasser war. Also das ist schon sehr hoch. So, und jetzt gehen wir, die anderen sind schon vorgegangen, freundlicherweise. Wir gehen jetzt zum Pool und ja, dann ruhen wir uns da ein bisschen aus und dann würde ich sagen, bis gleich. Wir stehen gerade im Palmgarten unseres wunderschönen Hotels und es gibt Neuigkeiten. Ich habe nämlich gerade die hier bekommen. Das sind die neuen Kataloge von Neckermann Reisen. Und wenn ihr mal genauer hinschaut, dann bin ich da drin. Yeah, einmal hier und hier. Und ich habe mich richtig gefreut, die jetzt mal in der Hand zu halten. Und wir gehen nämlich jetzt gleich auch noch an den Strand. Da werden wir nämlich jetzt gleich auch noch ein paar Szenen für den neuen Neckermann Werbespot drehen, in dem ich nämlich auch sein werde. Und wir müssen auch noch Fotos machen für Neckermann-Plakate, die in ganz Deutschland hängen werden. Und ich bin super mega gespannt und freue mich einfach, dass ich das alles erleben darf. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal, oder? Ich habe gerade den Jost gefunden. Der ist nämlich vom Sun Connect Team. Ich habe ja schon gesagt, dass hier super viele Kinder und Jugendliche sind. Und der hält uns hier ein bisschen auf Trab. Die machen ganz, ganz coole Sachen. Und wir durften auch schon so eine Foto-Challenge bewerten. Da habt ihr um die Wette so Selfies und Fotokollagen gemacht. Ne? Also top modern hier. Okay, das war's auch schon. Wir sitzen gerade in so einem richtig türkischen Dönerladen eigentlich. Und wir haben uns eine türkische Pizza bestellt. Das ist einfach ganz anders als in Deutschland. Das ist, es gibt auch keine Soße. Nee, es gibt keine Soße, gar nichts. Dann habe ich gesagt, mit Salaten. Jetzt müssen wir halt selber Salat kaufen. Dazu trinkt die Bianca eine Coca-Cola. Mit K. Ja, dann essen wir jetzt mal. Und das ist die Sonne. So, wir sitzen gerade am Strand. Wollten eigentlich ein paar schöne Erinnerungsfotos machen, aber das Wetter ist echt kacke. Und ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es ist? Kotig. Ja, und jetzt waren wir gerade an der Bar hier am Strand und haben uns einen heißen Kakao geholt. Der ist jetzt schon fast leer. Voll geil, ey. Überall, egal wo man hingeht, in einem ganzen Hotel, überall sind Bars. Wir haben gestern auch noch irgendwo eine neue Bar entdeckt. Man muss sich nicht weit bewegen, bis man irgendwas zu trinken bekommt. Und heute ist der letzte Tag. Ja. Wir haben den Hund Wurst gekauft. So, ja. Oh nein, guck mal, der hier. Oh, seht's? Als ob der Sitz kann, Mann! Was heißt auf Türkisch Sitz? Fein! Keine Ahnung. Oh, oh Gott. Kann man wieder aufpassen. Ganz, ganz, ich glaube, das machen die alle. Gib dem das auch. Nee, der ist doch, der ist auch vorsichtig, wenn du es dem so gibst. So, wir sind gerade in der Lobby, denn hier sind drei Mädchen nicht weglaufen. Wo seid ihr hier? Da! Die sind jetzt extra 2 Stunden hier hingefahren. Die machen nämlich auch gerade Urlaub in der Türkei und haben erfahren, dass wir hier sind. Das ist so süß. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und genau, wir machen jetzt noch ein paar Fotos und dann bis gleich. Tschüss. Wir sind wieder im Hotelzimmer. Wir waren gerade so viel shoppen. Wir waren, glaube ich, 10-mal im gleichen Laden. Aber egal. Auf jeden Fall sitzen wir jetzt noch ein bisschen auf dem Hotelzimmer, denn wir haben ihre Mutter dazu überredet bekommen, die letzte Nacht bei uns zu verbringen. Wir haben ja noch ein Bett übrig hier. Und ja, wir haben auch schon 12 Uhr, das heißt, wir müssen jetzt gleich schlafen. Koffer sind gepackt und die Kassi, die fliegt nämlich morgen früh schon um 5 oder so müsst ihr schon los, ne? Ja. Also sehr, sehr blöd.
Und ja, wir wollten nochmal so ein letztes Statement vom Urlaub abgeben. Mir persönlich oder uns, Julian und mir. Uns hat es so, so gut gefallen. Wir finden, wir haben uns so gut mit der Kassi, mit dir verstanden. Mhm. Und es war echt... Man beobachtet. Ey, lass das mal. Wickelt sich ein Kabel um den Kopf. Nee, also ich fand es echt mega, mega schön. Ich bin richtig froh, den Urlaub mit dir verbracht zu haben. Und ja, wie hat es dir denn gefallen? Was hast du am besten gefunden und wie fandst du das Hotel? Also ich fand alles mega schön und ich glaube, das Hotel ist das schönste Hotel, in dem ich jemals war. Oh, das freut mich. Ja, und am schönsten fand ich halt, als wir abends in unserem Zimmer saßen und zusammen geredet haben, Karten gespielt haben und ja, wir selbst waren. Nee, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen freuen wir uns auch, dass du heute Nacht hier bleiben darfst. Wir schlafen jetzt gleich, damit die Kassi morgen auch fit ist. Wir haben noch nicht mal geguckt, wann wir fliegen. Es kann sein, dass wir auch so früh raus müssen, Julian. Der wickelt sich immer noch das Kabel um den Kopf. Okay, wir sagen tschö und wir sehen uns morgen nochmal. So, meine Lieben, wir sind endlich angekommen. Leider nicht zu Hause, sondern in München im Hotel. Da ist morgen, und genau gesagt, ungefähr in 3 Stunden geht der Wecker. Dann geht's auf den Dreh mit ProSieben. Und ja, jetzt wird erstmal das Video für euch geschnitten, damit ihr frisch mit dem neuen Video direkt im Anschluss des Urlaubs versorgt werdet. Und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr Spaß beim Gucken hattet. Und ihr geht natürlich alle nicht leer aus, denn ich habe mir gedacht, wir waren ja sehr viel shoppen. Und deswegen habe ich eine riesige Überraschungstüte zusammengestellt. Klamotten, Beauty-Produkte und was es da sonst noch alles Schönes drin gibt. Und ich hoffe, dass ihr euch über diese kleine Verlosung am Ende freut. Und ihr wisst das ja von mir, ihr könnt teilnehmen, indem ihr diesem Video einfach einen Daumen nach oben gebt und irgendeinen lieben Kommentar schreibt, dann seid ihr dabei. Und abgesehen davon würde ich mich natürlich auch so über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und damit beende ich das Video und verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt. Und ihr schaltet das nächste Mal wieder mit ein. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.